Wir sind heute in einem neu eröffneten Gartencenter und gucken einfach mal, was wir uns mitnehmen können an Inspiration und an Sachen, was wir zu Hause umsetzen können. Ich glaube, das wird richtig, richtig spannend. Hi, ich bin Art und wir befinden uns heute bei Krämer. Das ist das Gartencenter, wo ich damals mit eurer Hilfe den Nachhaltigkeits-Award gewonnen habe. Die haben uns jetzt eingeladen, denn sie haben eine Neueröffnung hier in Remscheid und wir gucken uns ein bisschen um und filmen einfach mal, was wir so interessant finden für unseren Nutzgarten. Viel Spaß mit dem Video. Wir befinden uns hier gerade noch vor dem Eingang. Hier ist auch eine richtig schicke Aufbaute, alleine das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Aus Paletten gebaut, mit so ein bisschen Urban Gardening, unten auch in Einkaufswagen und so weiter. Echt eine coole Sache. Ich habe hier auch ein paar Sachen mitgebracht von zu Hause, die alle bei mir in der Anzucht standen. Kennt ihr ja, den Palmkohl, Kurkuma, Ingwer, Paprika, Basilikum und so weiter. Und heute will ich dann mal so zwei, drei kleine Vorträge hier halten für die Leute, um zu erzählen, was man machen kann, wie das am besten funktioniert. Einfach so eine Art kleinen Workshop geben. Mal gucken, was wir gleich sonst noch alles drin erleben können. Aber zuerst gehen wir einmal kurz runter, da will ich noch was Schönes zeigen. Hier zum Beispiel ist auch direkt wieder eine mega Sache. Einfach ja, ein kleines Hochbeet gebaut, aber eine Seite mit einer Scheibe drinnen. Und da kann man jetzt halt schön, vor allem für Kinder oder so, anschaulich zeigen, wie das dann aufgebaut ist. Dass unten halt erst das grobe Material reinkommt, dann Laub, Kompost und dann oben die Pflanzerde. Das ist eigentlich eine coole Sache und ich denke mal, das werde ich für meinen Garten dieses Jahr auch zu Hause bauen. Das ist schon schön anzusehen, finde ich. Und cool ist dann auch, wenn man hier zum Beispiel Möhren reinsät am Rand und die dann hier runterwachsen und man sieht, wie die dann in der Erde mit den Wurzeln wachsen. Und hier so schön Urban Garden mäßig einmal in ein Big Pack eingepflanzt oder mit Erde befüllt und dann eingepflanzt oder hier in so, ja, keine Ahnung, Kästen. Eigentlich auch ganz schön und hinter uns steht auch noch was Schönes, das blenden wir auch noch mal kurz ein. Sind eigentlich alles hier recht schöne Ideen. Und jetzt gehen wir rein, aber da ziehe ich natürlich Maske auf. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch gut. Hier am Eingang finden wir direkt Blumen vor. Das ist ja nicht so mein Bereich. Versuche ich zwar auch immer wieder, aber ich glaube, wir gehen mal direkt weiter nach hinten durch zu den Gemüsesachen. Da wird es, glaube ich, spannender für uns. Hier stehen wir jetzt bei den Kräutern. Da wird es dann schon interessanter. Hier die ganze Reihe lang sind nur Kräuter. Zum Beispiel alleine hier, wenn man sich das mal anguckt, wie viele verschiedene Sorten von Thymian die hier haben und wie schön auch, wie schön buschig. Das lässt sich echt sehen. Riecht auch sehr, sehr gut. Hier so ein gelblicherer, hier knackig grün und hier nochmal ein anderer. Also wirklich eine tolle Auswahl. Mal gucken, was wir noch so Spannendes hier gleich entdecken. Wir haben auch ein paar neuere Sachen. Hier haben wir auch eine coole Sache. Vorgezogenes Zitronengras. Das hatte ich ja auch schon öfter selber probiert aus diesen Stangen, die man bekommt. Leider ist da irgendwie nie sowas richtig raus geworden. Hier sehen die Pflanzen schon kräftiger aus, aber trotzdem, hier würde ich auch ein bisschen mit warten, bis es wärmer wird, dass man sich das dann kauft. Aber schon eine coole Sache auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht im Blumenladen oder Gartencenter gesehen. So, hier stehen wir neben richtig schönen Zitronensträuchern und Bäumen. Die hängen richtig gut voll. Das ist natürlich Traum. Ich glaube, meine selbst ausgesäte braucht noch, bis sie so aussieht. Aber deswegen gibt es ja hier dieses schöne Gartencenter, wo man dann einfach einen fertigen Baum kaufen kann. Oder hier Grapefruit. Ist natürlich unglaublich, ne, wenn man sowas zu Hause ernten kann. Aber man braucht halt auch entsprechende Räumlichkeiten, dass man die auch gut überwintern kann. Bei mir ist zum Beispiel mein Zitrusbäumchen. Ich hatte ja schon mehrere. Eins war ja mittlerweile schon so groß und das ist extremst eingefroren oder kaputt gefroren leider. Ja, wenn man halt sich irgendwie so ein Bäumchen kauft und viel Geld investiert, muss man sich halt auch mal gut überlegen, ob man das überhaupt hinbekommt zu Hause. Aber es sieht schon sehr imposant aus hier, wie schön die behangen sind. Der beste Dünger ist natürlich auch am Start, hier von Naturmeister.
Haben manche Leute ja mitbekommen, ich arbeite da so ein bisschen nebenbei. Und der steht natürlich auch hier bei der Eröffnung, darf nicht fehlen. Und was ich auch noch zeigen wollte, ist, dass der hier in einem Container steht. Das finde ich ist auch eine richtig geile Idee. Das sieht echt cool aus. Und ja, wenn man halt irgendwie einen alten Seecontainer bekommt, kann man einfach die Wände rausnehmen und ein bisschen was bauen. Daraus kann man ja zig verschiedene Sachen bauen. Eine Gartenhütte, einen Stall, ein Gewächshaus, was weiß ich. Das ist echt cool gemacht. Da vorne stehen noch mehr. Ich glaube draußen auch noch. Also das ist auch eine sehr, sehr coole Idee. Es gibt ja auch eine echt schöne Auswahl an Gemüsepflanzen, aber ich glaube, hier steht es auch drauf. Damit sollte man echt noch vorsichtig sein. Ich glaube, das ist ein bisschen zu verlockend jetzt im Moment, den Leuten hier so schöne Pflanzen anzubieten. Dann nehmen die mit, setzen die ins Gewächshaus, ja, und am nächsten Morgen sind die platt. Weil wenn die Minusgrade abbekommen, was wir zurzeit noch haben hier in der Region, dann ist halt auf jeden Fall vorbei, genauso wie mit den Gurken hier vorne. Aber trotzdem schon eine schöne Auswahl und in einigen Wochen kann man sich hier bestimmt auf jeden Fall gut eindecken. Aber noch auf jeden Fall zu früh. Da finde ich es aber auch gut, dass hier wichtiger Hinweis steht, wir brauchen Wärme. Weil sonst, ja, viele Leute wissen das leider nicht. Hier stehen wir jetzt oben auf einer kleinen Aussichtsplattform. Auch hier sind wieder Container verbaut. Ich finde das echt so eine geniale Idee, einfach aus den Containern etwas zu basteln. Da unten sind so ein paar Räumlichkeiten drin und ich finde, das sieht richtig stylisch aus. Und hier oben ist dann so eine Terrasse gebaut worden. Und hier hat man jetzt einmal einen Rundblick auf die ganzen Sträucher. Ja, und da unten ist auch eine ganz lange Reihe mit Obst- und Beerensträuchern und Bäumchen. Also das ist dann ja wieder für uns interessant. Unten am Feuer haben wir auch schon gesessen. Das ist echt, echt cool hier. Und halt alles auch schön modern. Zum Beispiel auch, wenn man hier so Lichterketten aufhängt. Das mag ich irgendwie im Moment voll. Bin ich vielleicht so ein bisschen, ja, Deko-fanatisch. Wenn man so Sachen in den Garten reinbringt, finde ich echt cool. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Unten habe ich auch noch eine coole Idee gefunden. Zeige ich auch noch mal sofort, wenn wir unten stehen. Das ist halt so witzig. Hier sind überall irgendwo kleine, coole Sachen versteckt, die man auch so zu Hause nachmachen kann. Hier zum Beispiel wieder eine richtig geile Idee. Einfach eine Bank mit einem Reifen dran, die man halt so erstmal zum Transportieren von Anzuchtplatten nutzen kann. Aber zweitens dann halt auch einfach zum Sitzen. Echt richtig coole Idee. Und hier gibt es natürlich auch die Bohnen ständig. Falls ihr nicht hier aus Remscheid kommt, gerne auch unten in der Videobeschreibung gucken. Da ist die auf jeden Fall auch verlinkt. Meine eigene Gartenzeitschrift. Mal gucken, ob wir da heute noch ein paar von verbümmeln können. Ups. Ups. Wir sind auf jeden Fall gute Werkzeuge am Start und eine richtig gute Auswahl vor allem. So, hier ist wieder irgendein Stecher. Wahrscheinlich für Unkraut. Ja. Könnte man auch für Spargel benutzen, glaube ich. Aber halt für alles Mögliche, was am Start. Ist eigentlich echt schick hier, die Abteilung. Mega entspannt hier. Und richtig geile Industriemöbel, sowas feiere ich richtig. Hier sind wir jetzt noch einmal in der Zimmerpflanzenabteilung und Dekoabteilung. Ist natürlich auch schön, vor allem weil Indoorpflanzen im Moment ja sehr gehypt sind. Ja, sieht auf jeden Fall klasse aus, auch eine große Orchideensammlung. Wahrscheinlich auch einige Raritäten, die bestimmt wieder ein bisschen mehr kosten. Aber bei Indoorpflanzen bin ich noch nicht so gut im Thema. Aber trotzdem schön anzugucken hier die ganzen Sachen. Da wird man sich am liebsten direkt einige mitnehmen für zu Hause. Cool ist natürlich auch, dass man hier überall so riesen überdimensionale Pflanzen sieht. Also das ist schon sehr schön anzugucken. Dahinter auch wieder ein riesiger Bambus. Auch mega geil, aber die haben halt hier auch den Platz dafür, ne? Das ist schon schön. So, das war es jetzt schon soweit hier von dem Rundgang. Es hat uns sehr, sehr gut gefallen, denke ich, oder? Was sagst du? Auf jeden Fall. Also die haben schon ordentlich rausgehauen. Alles flammneu, richtig schick. Auch hier dieses Palettengerüst. Braucht man halt nur viel Platz für, aber sieht alles echt gut aus. Ja. Haben sie gut gemacht. Sind einige richtig coole Anregungen dabei gewesen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass ihr ein bisschen was für euch mitnehmen konntet. Ansonsten kommt selber hier vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Checkt auf jeden Fall alle Links in der Videobeschreibung aus zu unserer neuen Gartengruppe auf Facebook, zu dem letzten Video. Lasst gerne einen Daumen und Kommentar da. Und bis dahin. Ciao, ciao.